Reichsminister, Reichsleiter, Gauleiter. Ich habe zu sprechen über Beschaffungslage im Flugzeugbau. Ich möchte hier streifen, gerade die Besonderheiten des Flugzeugbaus und wie sich der Flugzeugbau von anderen Industrien unterscheidet. Im Rahmen der Selbstverantwortung der Industrie wird der Flugzeugbau von drei Hauptausschüssen gesteuert. Vom Hauptausschuss Triebwerk, vom Hauptausschuss Zellen und vom Hauptausschuss Flugzeugausrüstung. Von den in der Luftfertigung ausgewiesenen Menschen sind für die drei Hauptausschüsse direkt etwa 750.000 Menschen beschäftigt, wovon auf den Zellenbau etwa 400.000, auf den Triebwerksbau etwa 260.000, der Rest auf die Flugzeugausrüstung entfällt. Wenn von der Luftwaffenfertigung gesprochen wird, so denkt man gewöhnlich nur an die eigentliche Flugzeugzelle. Und man denkt weniger an das Triebwerk und an die Ausrüstung, die in dem Flugzeug ist. Es wird Sie nun interessieren, welche Flugzeuge, also Zellen, für Fronteinsatz noch produziert werden, nachdem auf Befehl des Generalfeldmarschalls Milch und auf Befehl des Reichsmarschalls eine erhebliche Konzentration durchgeführt wurde. Erstens Bomber. Als Bomber sind in Produktion nach wie vor die Ju-88, ihre Weiterentwicklungen 188, 288, 388. Sie sehen schon aus dieser Zahlenfolge, es ist das eine Weiterentwicklung der bestehenden Ju-88, die man als Grundtype hier bezeichnen kann. Die Ju-88 ist der Bomber, der tatsächlich in diesem Krieg auf unserer Seite am allermeisten zum Einsatz gekommen ist. Weiterhin als Fernbomber die Heinkel 177, eine wesentlich größere Maschine, viermotorig, trotzdem sie nur zwei Luftschrauben hat. Es arbeiten hier je zwei Motoren, gekuppelt auf eine Luftschraube. Mit obigen Maschinen, welche ich als Bomber bezeichnet habe, besonders mit der Familie 88, werden aber auch die nachfolgenden Aufgaben gedeckt. Die Aufklärung, die Nachtjagd, zum Teil der Einsatz als Zerstörerflugzeuge, und mit Höhenkammer ausgerüstet, das Höhenproblem. Zweitens die Dachjagd. Die Dachjagd wird bestritten nach wie vor zum großen Teil von der alten bewährten Messerschmitt 109 und ihrer Weiterentwicklung 209. Und seit etwa anderthalb Jahren von der Focke Wulf 190, welche sich außerordentlich bewährt hat. Zerstörer. Als Zerstörer fliegt immer noch die alte Messerschmitt 110, und zwar mit großem Erfolg. Ferner werden produziert ihre Weiterentwicklungen 210, 410. Die Nachtjagd. Für die Nachtjagd besteht ein Spezialflugzeug, die Heinkel 219, welches jetzt aber erst gerade in Produktion geht. Im Übrigen werden für die Nachtjagd eingesetzt die Ju-88 in Spezialausführung und neuerdings die normalen Tagjäger, welche unter der Bezeichnung Wilde Sau ungelenkte Nachtjagd fliegen, und zwar, wie die verschiedenen Angriffe der Engländer bewiesen haben, mit sehr großem Erfolg. Schlachtflugzeuge und Panzerjäger werden in geringerer Zahl gebaut. Es existiert hier ein gepanzertes Spezialflugzeug, die Henschel 129, welche in der Hauptsache eingesetzt werden soll, zur Bekämpfung durchgebrochener, die Front durchbrechender Panzer. Die Maschine ist ausgerüstet mit einer 3,7 cm Kanone mit Hartkernmunition, durchschlägt dieses Geschoss jeden Panzer. Weiterhin werden aber auch für die Panzerbekämpfung eingesetzt die normalen oben genannten Zerstörer 110, 210, 410 und auch die normalen Tagjäger, welche dann unter der Motorunterseite eine gewisse Panzerung bekommen. Es kommen dann noch die Transporter, Sie kennen sie, die alte Ju-52, die immer noch produziert wird und sich eines der bewährtesten Flugzeuge, das muss man anerkennen, eines der bewährtesten Flugzeuge der deutschen Produktion ist. Was kostet nun ein Flugzeug an Arbeitsstunden? Es wird da sehr oft eine Milchmädchenrechnung aufgemacht und es werden die von den im Flugzeugbau tätigen Arbeitern geleisteten Stunden dividiert durch die Zahl der rausgebrachten Flugzeuge. Man kommt dann auf eine astronomische Zahl. Diese Zahl ist natürlich gänzlich falsch, denn es wird ja da nicht in Rechnung gesetzt, dass der Zellenbau, ebenso der Triebwerksbau, ja nicht nur Produktion macht, sondern auch die Entwicklung
die Reparatur und den Nachschub. Es ist hier interessant, dass die Flugzeugindustrie auch den Nachschub nicht nur produziert, sondern ihn auch steuert. Die für die Erstellung eines Flugzeuges in der eigentlichen Flugzeugfabrik tatsächlich benötigten Arbeitsstunden sehen etwa wie folgt aus. Ein Bomber mittlerer Größe, sagen wir die U-88, wird etwa hergestellt in der Flugzeugfabrik für 10.000 bis 11.000 Stunden und ein Jagdeinsitzer für etwa 3.000 bis 3.200 Stunden heute. Diese Zahlen beziehen sich aber nur auf die Arbeiten, die in der eigentlichen Flugzeugfabrik gemacht werden, geleistet werden. Darin sind nicht einbegriffen die Erstellung des Motors, die Erstellung der Ausrüstung. Der Motor eines Jägers stellt sich zum Beispiel auf etwa 1.000 bis 1.200 Stunden. Und die Ausrüstung in der Ausrüstungsindustrie auf etwa 1.000 bis 1.500 Stunden, je nach Größe des Flugzeuges. Es ist aber so, wie Dr. Roland schon sagte, die Flugzeugindustrie ist auch mehr und mehr eine Montageindustrie. Denn der größte Schwerpunkt der Fertigung liegt gar nicht in der Flugzeugindustrie, in der Zellenindustrie, in der Flugmotorenindustrie oder in der Ausrüstung, sondern vorher. Ich möchte Ihnen das an einem Vergleich sagen. Ich habe eben gesagt, die U-88 kostet bei uns in der Zellenindustrie etwa 11.000 Stunden, sagen wir mal. Der Motor dazu kostet vielleicht 1.200 Stunden und die Ausrüstung auch nochmal 1.200 Stunden. Das wären zusammen, also sagen wir mal 14.000, 15.000 Stunden. In Wirklichkeit kostet aber die 88 mitsamt der Vorindustrie, diese Rechnung ist mal durchgeführt worden, sie ist außerordentlich kompliziert, ist bis zum Grunde durchzuführen. Angefangen beim Hauptzeug, also das Aluminium ist in seinem Rohzustand hergestellt. Jetzt beginnt der Schnitt und die Zeiten werden gemessen. Es werden Bleche gewalzt, Profile gewalzt. Anderes Material wird gegossen, gezogen und so weiter. Und dann bis zur Ausbringung des Flugzeuges kostet eine U-88 87.000 Stunden. Die Zahl ist gut zu behalten, ist ungefähr dieselbe Zahl wie 88.000 Stunden. Sie werden nun bestimmt fragen, warum ist ein Flugzeug, trotzdem es in Serie läuft, so teuer? Ein Flugzeug, genauso wie der Flugmotor oder das Gerät, was darin eingebaut wird, ist kein Produktionsgegenstand wie ein Automobil. Die Forderungen, die an ein Flugzeug gestellt werden bezüglich Gewicht, bezüglich Leistung, sind so extrem, dass in der Konstruktion Kunstgriffe angewendet werden müssen, wie man sie sonst niemals anwenden würde. Die dadurch bedingte Auflösung der Konstruktion bringt nun einen Zustand mit sich, der für die Produktion, für den Produktionsmann außerordentlich unangenehm ist. Die Zahl der beim Flugzeug verwendeten Teile, die ja alle nun hergestellt werden müssen, steigt zu einer Höhe, wie wir sie sonst bei einem Gegenstand kaum kennen. Ein mittlerer Bomber, zum Beispiel nehmen wir wieder die U-88, besteht aus etwa 60.000 bis 70.000 verschiedenen Teilen gezählt sind. Alle diese Teile müssen nun durch die Arbeitsvorbereitung, durch den Betrieb geschleust werden. Sie müssen vor allen Dingen, und das ist ein großes Problem, in der richtigen Zahl, zur richtigen Zeit, am richtigen Platz sein. Was den Bau von Flugzeugen aber grundsätzlich unterscheidet von jeder anderen Industrie, das sind die bei der Produktion zu verkraftenden Änderungen. Wenn wir alten Zellenbauer vom Flugzeugbau sprechen, dann denken wir viel weniger an die zu bauende Serie, als daran, wie werden wir in der Serie auf geschickteste Weise die Änderungen, die an uns herantreten und herantreten müssen, verkraften. Bis ein mittlerer Bomber richtig in Serie läuft, sind etwa 50.000 Änderungen zu erledigen. Das sind nun nicht alles große Änderungen, das sind zum Teil Richtigstellungen, die aber immerhin durch die ganze Organisation durchgebracht werden müssen. Teilweise sind diese Änderungen aber auch sehr umfassender Natur. Und auf die Folgen derartiger Änderungen komme ich gleich zurück. Wie kommt es nun, dass der Flugzeugbau mit derartigen Änderungen rechnen muss? Um das zu erkennen, muss man betrachten, wie überhaupt ein Flugzeug zustande kommt. Nachdem man sich für ein Projekt entschieden hat, beginnt die Konstruktion. Ziemlich parallel mit der Konstruktion werden die Vorrichtungen zum Musterbau konstruiert und auch erstellt. Und bereits mit der Konstruktion parallel beginnt auch der eigentliche Musterbau. Es ist ungefähr so, dass die letzte Zeichnung wirklich, das ist kein Witz, den ich mache, mit dem Fliegen der Maschine etwa herauskommt. Die letzten Installationen. Man kann ungefähr sagen, dass die erste Mustermaschine etwa 10 Monate nach Beginn der Konstruktion zum Fliegen kommt. Es ist eine gute Zahl, wenn das erreicht wird. Die Maschine geht jetzt in Erprobung und diese Erprobung löst nun bereits die ersten größeren Änderungen aus.
Wiederum parallel mit der Erprobung erfolgt aber die Vorbereitung zum Serienbau, denn sonst ist die Zeit verloren. Und etwa ein Jahr nach dem ersten Musterflugzeug kommt dann das erste Serienflugzeug raus. Meine Herren, das sind also insgesamt 2 Jahre vergangen, bis das erste Serienflugzeug zur Front kommt, gerechnet von dem Zeitpunkt des Projektes. Trotzdem Konstruktion, Musterbau, Erprobung, Serienvorbereitung und Anlauf der Serie sich weitestgehend überschnitten haben, wurden 2 Jahre gebraucht. Und die Technik ist inzwischen weiter vorangeschritten. Insbesondere hat der Gegner auch nicht geschlafen. Und deshalb sagen nach diesen 2 Jahren die Militärsoldaten sehr leicht, wenn sie die Maschine nachher bekommen, ganz alte Klamotte oder ganz müder Schinken oder die Bewaffnung reicht nicht aus oder diese Kanzel können wir der Front nicht anbieten. Zu bedenken, es sind 2 Jahre vergangen. Hieraus entstehen dann neue Änderungen und meistens umfassender Art. Das sind dann schon nicht mehr Änderungen, sondern sind schon mehr als Varianten des neuen Flugzeuges anzusprechen. Aus diesem Grunde hört auch die Konstruktionsarbeit an einem etwa in Serie laufenden Flugzeug niemals auf. Zum Beispiel sind an der Heinkel 111, welche nun bereits im Projekt seit 1932 und im ersten Musterflugzeugzeug seit 1934 existiert, heute immer noch etwa 80 bis 100 Konstrukteure beschäftigt. Dieses zum natürlich hat die heutige Heinkel 111 mit der damaligen nichts mehr gemeint, die ist inzwischen schon 15, 16 Mal umkonstruiert worden. Dieses zum Verständnis der Konstruktionsvorgänge. Ich sprach nun vorhin von Änderungen schwerwiegender Art. Diese können so weit gehen, dass die Produktion ins Stocken kommt und aus militärischen Gründen muss auch ein derartiger Zustand unter Umständen in Kauf genommen werden. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass ein Flugzeug, weil die Bewaffnung grundlegend geändert werden muss, aus Gründen der Schusswinkel ein ganz neues Rumpfende bekommen muss. Alle Vorrichtungen müssen geändert werden, müssen umgestellt werden. Aus der Flugzeugfabrik kommt eine ganze Zeit lang nichts heraus. Ein solcher Zustand kann für die Arbeitsdisziplin in dieser Flugzeugfabrik schwerwiegendste Folgen haben und hat sie auch meistens. Und hier muss ich Sie um Ihre tatkräftige Mithilfe bitten, denn Folgendes wird eintreten. Der gewissenhafte Teil der Gefolgschaft sagt, wie ist denn etwas derartiges möglich? Dies ist doch eine anständige Firma, wir haben immer Flugzeuge herausgebracht und nun mit einem Mal mitten im Krieg reißt die Produktion ab. Der andere Teil der Gefolgschaft, die Meckerer, die sagen, da seht ihr mal unsere Firmenleitung, mit einem Mal rutschen die ab, vollkommen mangelhafte Führung, schlechte Leitung. Weiterhin ist es dann unvermeidbar, dass bei derartigen Umstellungen Teile der Gefolgschaft nicht voll beschäftigt sind. Die unzufriedenen Elemente fangen nun zunächst an zu diskutieren und im zweiten Stadium fangen sie an, Briefe zu schreiben. Diese Briefe gehen natürlich an möglichst hohe Stellen. Die niedrigste Stelle ist vielleicht der Minister für Bewaffnung und Munition. Meistens gehen sie direkt an den Reichsmarschall oder an die Kanzlei des Führers. Die meisten dieser Briefe sind durch keine Sachkenntnis getrübt und in vielen Fällen, soweit die Briefe nicht anonym sind, sucht sich der Briefschreiber dadurch vorwärts zu rudern. Ich bestreite nicht, dass hier und da derartige Briefe auch ihre Berechtigung haben. Aber in den meisten Fällen sind sie tendenziös gefärbt. Es ist bei einer Umstellung nun einmal nicht möglich, zu jeder Stunde jeden Mann produktiv einzusetzen. Wie Herr Schlieker auch schon vorhin ausführte, haben wir durch die heutige Materialbewirtschaftung und durch die Verknappung des Materials und durch die Beschneidung unserer Lagervorräte auch bei den Umstellungen nicht das richtige Material zur Hand. Früher hatten wir das eher. Wir sind heute da eben sehr krisenempfindlich geworden. Oft ist es auch nicht möglich und in vielen Fällen ist es nicht möglich, jedem Mann nun den ihm zukommenden Arbeitsplatz zu geben, der nun seinen Fähigkeiten entspricht. Kommt eine Firma in diese Lage, so wird sie es mit größter Dankbarkeit begrüßen, wenn von Parteistellen beruhigend auf die Gefolgschaft eingewirkt wird. Für die Firmenleitung selbst, für den Betriebsführer, ist ja ein solcher geschilderter Zustand bestimmt nicht angenehm. Er muss aber im Interesse unserer Rüstung in Kauf genommen werden. Ich komme nun noch einmal zurück auf das Flugzeugprogramm. Dieses wird einmal eine erhebliche Steigerung erfahren und zum anderen eine erhebliche Konzentration auf Tag- und Nachtjagd. Das einzige Mittel, den Terrorgriffen des Feindes zu begegnen, ist die Tag- und Nachtjagd.
falls es hier gelingen sollte, die durchschnittliche Abschussquote auf, im Durchschnitt auf etwa 15% zu bringen, so bin ich davon überzeugt, dass der Feind die Angriffe nicht mehr fortsetzen kann. Die Arbeitseinsatzlage ist aber zurzeit nun derartig schlecht, dass wir ohne umfassende Maßnahmen diese Produktion, die wir heute haben, kaum halten werden, geschweige denn steigern können. Wir haben zwar in die Flugzeugindustrie, sowohl in Motor, Zelle und Ausrüstung, eine große Zahl ungelernter Arbeiter, Ostarbeiter hineingepumpt. Und es ist nicht abzustreiten, dass der produktive Einsatz dieser ungelernten Leute durchaus erfolgreich war. Wir haben in den Fabriken laufende Bänder, die vollkommen von ungelernten Ausländern dann bedient werden. Durch die normale Fluktuation und durch die Einziehung der Wehrmacht haben wir aber zurzeit nicht mehr das Führungspersonal, weiterhin ungelernte Arbeiter produktiv einzusetzen. Man wird mir entgegenhalten, dass die Luftwaffenfertigung seit 1941 ihre Ausbringung verdreifacht hat, wobei der Zugang nur Ausländer waren und ein positiver Zugang kaum vorhanden war. Das andere war durch Fluktuation und Einziehungen wieder fort. Das ist richtig. Aber diese Verdreifachung fand zu einer Zeit statt, in der ein gleichlaufendes Programm einfach hochzutreiben war. Zurzeit sind wir aber gezwungen, auf der ganzen Linie neue Typen zur Einführung zu bringen. Und diese Umstellung können wir nicht mit Ostarbeitern allein machen. Herr Minister, Sie haben auf der Rechliner Tagung uns die Zusage gemacht, durch Stilllegung ziviler Fertigung bzw. sogenannter ziviler Heeresfertigung die stillzulegenden Firmen geschlossen mit den Ingenieuren in die Industrie überzuführen, in unsere Industrie überzuführen. Da es jetzt nicht möglich ist, aus der Armee Fachkräfte zurückzuführen, sehe ich die von Ihnen angekündigte Maßnahme als das einzige Mittel an, um die Produktion im Flugzeugbau vielleicht noch zu sichern. Ob das gelingt, hängt von der Durchführung Ihrer Maßnahmen ab. Herr Minister, entweder finden diese Umsetzungen aus der zivilen Fertigung umgehend statt, dann betrachte ich das Jägerprogramm als gesichert. Und ich bin dann auch überzeugt, dass es dem Jagdschutz gelingen wird, die Industrie weitestgehend zu schützen. Wenn die Umsetzungen aber nicht stattfinden oder nicht in genügendem Maße oder zu spät, dann fällt das Jägerprogramm. Dann wird nicht nur keine Steigerung eintreten, sondern dann ist auch das jetzige Programm nicht mehr zu halten. Und mit der Nichterfüllung des Jägerprogramms fällt zwangsläufig die Vorindustrie und die übrige Industrie den Bomben der Engländer zum Opfer. Ich gebe aus meiner Verantwortung als Leiter des Hauptausschusses Zellen noch einmal die Versicherung ab, dass das Jägerprogramm, welches im Augenblick zur Verteidigung unseres Landes, zur Verteidigung unserer Industrie und zum Schutze des Lebens der Bevölkerung an erster Stelle steht, erfüllt wird und auch die befohlene Steigerung, wenn Sie, Herr Minister, die angekündigten Umsetzungen in die Vorindustrie und in die Endindustrie in wirkungsvoller Weise durchführen. Aber nur dann.